Die Firma, die für diese Avatare verantwortlich ist, entlässt nun Mitarbeiter. Und ich habe ein heftig deftiges 100er in meinem Quest-Stapel, auf welches ich mich echt freue. Und während ich den hier durcharbeite, weil ich glaube, da sind einige Pokémon drin, bequatsche ich dieses Thema. Und ich habe ein Meme gefunden auf dem Pokémon Go Reddit. Und da musste ich wirklich weinen. Ich habe vor ein paar Videos gesagt, wie schön diese Avatare bei der Mondkrone und Sonnenkrone sind sie ja wirklich. Und damit wird auch irgendwie geworben. Irgendwie seltsam. Ist ein Premium-Gegenstand. Und mit den Gesichtern wirbt Niantic. Und dann hat jemand dieses Bild bearbeitet und versucht, die Avatare nachzumachen. Naja, was soll ich sagen? Also, tut mir leid. Das ist doch wirklich... Und die damaligen Avatare auf diesem Teaserbild, das ist nicht irgendwie bearbeitet nach dem Motto Serviervorschlag oder simulierte Szenen, nicht Ingame-Material. Das waren genau so die Avatare. Und nun seht euch die neuen an. Da könnte ich doch wirklich heulen. Aber komplett heulen könnte ich da bei diesem Vergleich. Heulen konnten aber auch die Mitarbeiter von der Firma, die offenbar für dieses Feature verantwortlich war. Irgendwie bin ich da gar nicht so im Bilde, wie, wo, was, wann, wie viele Firmen es da mittlerweile gibt. Aber unter anderem dieses Update hat Niantic wohl ausgelagert an ein Studio namens Very Very Spaceship. Das war wohl Very Very Sad, oder? Okay, egal, das spare ich mir. Ja, und diese Firma hat nun Leute entlassen. Leider. Man weiß nicht, wie viele genau, aber schon. Oder ob Pokémon Go der Grund war, das weiß man auch nicht. Doch, ich brauche hierfür keinen Taschenrechner, um das so ein bisschen zusammenzuzählen, oder? Denke ich mal. Wieso habe ich so viele Tampignon hier drin? Die habe ich mir eigentlich gar nicht angesammelt, so also wirklich. Für ein Sternstück oder so. Ja, und das macht mich natürlich traurig. Vor allem, da wurden eher nicht hohe Positionen gekündigt in der Hinsicht. Irgendjemand hat das ja ganz oben unterschrieben und abgesegnet und gesagt, so machen wir das, wir brauchen auch keine Geschlechter mehr und Frauen, ihr braucht keine Hüften und ihr braucht... Wir machen das einfach genau so, das ist ultra toll. Na und, boah, links so, ich habe links unten meinen Daumen gerade, dass ich dieses Gesicht nicht sehe. Der Vergleich ist wirklich wild. Komplett einfach nur wild und ich bin froh, dass jemand sich die Mühe für so ein Meme gemacht hat. Ich glaube, ich hätte geweint beim Erstellen davon. Aber ja, hier haben wir noch irgendwo einen Kommentar von jemandem. Ja, sie sind so nach dem Motto, sie stehen hinter dem Update und das ist alles toll. Wen juckt schon die Community? Es ist auf jeden Fall mehr inclusive. Weil wir einfach alle Frauen ausschließen. Sehr inclusive. Frauen, hallo Frauen. Gibt es hier? Also im Allgemeinen in Pokémon Go gibt es schon, wenn man auf ein Pokémon Go Fest geht. Aber in meinen Statistiken, da muss ich wirklich sagen, die Mehrheit männlich. Egal, auf jeden Fall sehr inclusive. Einfach alle Frauen ausschließen. Juckt doch niemanden. Und da gesteht sich niemand irgendein Versagen ein oder so. Schade, aber so funktioniert die Welt. Wer darf es ausbaden? Nicht die, die die falschen Entscheidungen getroffen haben, sondern die, die Befehle ausgeführt haben. Hey, mach dieses Update genau so. Mach 7 Gesichter nach diesen Vorgaben. Und nicht, die Vorgabe war nicht, hey, nimm das alte Avatar-Modell und erweitere es. Gib noch eine Frisur dazu oder so. Nein, wir löschen all die coolen Sachen und machen hässliche Aliens draus. Jo. Genau. Ein Trauerspiel. Und das ist wirklich nicht genauso, als Niantic-Mitarbeiter entlassen hat. Da freue ich mich nicht. Da empfinde ich null Schadenfreude. Wirklich null. So nach dem Motto, ah, ich hab's euch doch gesagt. Wieso? Hört doch auf uns. Macht bessere Boxen. Dies, das. Nein. Da empfinde ich echt null Schadenfreude. Weil man einfach davon ausgehen kann, dass nicht die richtigen Leute davon betroffen waren. Und auch da würde ich keine Schadenfreude empfinden. Ich meine, wer freut sich schon, wenn jemand seinen Job verliert, oder?
Ja. Wieso habe ich hier so viele Sternenstaub-Pokémon? Da hätte ich echt ein Sternenstück aktivieren können. Aber ich freue mich gleich wirklich so auf das 100er. Nun mache ich aber kein Sternenstück mehr an. Es regnet leider draußen auch. Na und, gebt mir eine Sekunde, ich muss dieses Bild nun schließen. Ich habe das hier auf meinem Bildschirm die ganze Zeit offen. Anscheinend arbeitet Niantic schon länger mit dieser Firma zusammen, weil auf der Website haben sie noch immer prominent Transformers aufgelistet. Das war auch ein Spiel von Niantic, wo irgendwie $1000 Umsatz erzielt wurden. Heftig. Brutal. Das gibt einen Brandon Tan an einem schlechten Raid-Wochenende aus. Hat ein komplettes Spiel eingenommen. Ja, nein, da mache ich nur ein bisschen Spaß, aber das Unrat-Hytox-Wochenhunderte habe ich gar nicht bemerkt, nebenbei erwähnt. Offenbar freuen sie sich noch drüber. Hey, wir haben Dinge gemacht für ein Spiel, welches nicht mal online ging. So gut war das, was wir da gemacht haben. Obwohl, hier hat die Firma nichts damit zu tun, weil objektiv betrachtet, ich bin mir sicher, das hat vielleicht gar nicht so schlecht ausgesehen, aber ja. Und hier steht eben bei Pokémon Go, dass die Firma VVS aktuell an... Ich habe gegoogelt, ich kann euch nicht sagen, was das bedeutet. Tentpole Features? Ich habe es auch nach der Erklärung nicht verstanden. Und vermutlich hat die Firma auch nicht wirklich viel verstanden, was sie da eigentlich machen. Aber ja, sie arbeiten an verschiedenen Features für Pokémon Go. Weil Niantic verdient ja nur Millionen und Abermillionen. Das können sie nicht in-house machen. Das lagern sie aus an eine Firma, die es dann versemmelt und dann Mitarbeiter kündigt. Ich bin irgendwie auch froh, dass ich meinen Stapel gerade leere, weil offenbar war ich da vielleicht schon auf 100 und habe immer und immer wieder Pokémon verloren. Das will ich ja nicht hoffen. Und wenn ihr schon mal hier seid, habe ich auch noch eine kleine Info und Erinnerung für euch. Wir haben ja noch immer das Kanto-Event. Und in diesem Event bekommt man die Community Day Attacken von den Kanto-Startern per Entwicklung. Das geht noch, seht in der heute Registerkarte nach, je nachdem wann ihr das Video schaut, aber sollte noch eine knappe Woche aktiv sein. Genau. Hier, bestimmte Event-Attacken, Event-Pokémon können eine besondere Attacke erlernen. Bestimmte. Irgendwelche bestimmte. Gibt man dann bei der Pokémon-Suche bestimmte ein oder wie findet man die? Yo, ein riesiges Bitora. Ich meine, vielleicht könnt ihr euch schon denken, welches Pokémon, aber ich habe mich echt enorm darüber gefreut, weil es doch besonders und selten ist. Ja, und nun aber auch eine Sache. Die Firma, die dieses Update verantworten muss, kündigt nun die Leute, die das vielleicht gemacht haben. Naja, wer soll das dann beheben? Oder gibt es gar nicht den Plan, dass man da vielleicht nachbessert oder das behebt? Keine Ahnung. Weil offenbar auch den Spaghetti-Code, den Niantic-Mitarbeiter vor einigen Jahren programmiert haben, den musste auch eine neue Firma mal irgendwie ausbaden. Da weiß die Leute dann, also angenommen, man arbeitet schlecht, dann können neue Leute das nicht so einfach ändern, wenn die nicht in der Struktur drin sind oder wie auch immer. Also da habe ich wirklich ein paar Sorgen. Früher dachte ich mir schon, oder hättet ihr mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, ich hoffe, dass Niantic so über die Monate hinweg die Fehler behebt mit dem Avatar-Update, dass man auch wieder ein paar Gegenstände tragen kann, ohne kompletten Pixelfehlern und so weiter. Und vielleicht eben, dass es wieder eher nach den anderen Avataren aussieht. Aber dieser Traum, der ist mittlerweile gestorben für mich, wenn da wirklich Mitarbeiter entlassen werden. Echt schade. Sehr, sehr schade. Ich bin nicht so in dem Thema drin, aber spart man dadurch Geld, wenn man sowas auslagert? Aber wichtige Features? Vielleicht denkt sich Niantic so, ja, ich meine, das wird kein großes Risiko sein, da kann man ja kein Geld ausgeben. Oder es würde niemand sagen so, ich spiele nun nicht mehr, weil ich eine andere Frisur habe oder so. Vielleicht denkt sich Niantic sowas. Aber genau das genaue Gegenteil ist getreten. So viele Leute sagen, ich habe nun weniger Lust und so weiter, ich sehe so komisch aus.
Was ist da los? Und, hey, ich mache keinen Spaß. Ich wusste nicht, dass mein Quest-Stapel schon so vollgefüllt war, weil ich hab die nicht mit Absicht hier reingehe. Also, ich bin nicht mit Absicht geflüchtet. Ich mache immer Schnellfangtrick bei den Feldforschungen. Na und dann klicke ich links oben und eigentlich die Feldforschungen haben ja, man sieht das anhand der Farbe, einen grünen... Bei dem Schneebedeck habe ich einfach fabelhaft getroffen. Das ist nicht drin geblieben. Du bist ja richtig frech. An das kann ich mich noch erinnern. Da habe ich fabelhaft... Hä? So viele hier. Also es war noch nicht dabei. Eventuell ein anderes schon noch. Ich habe nicht auf die WP geachtet, nur von diesem einen eben. Habe ich im Video eingeblendet. Bei Feldforschungen. Ja, aber... Und da nun mal wirklich Real Talk. Darf man so die Avatar-Gegenstände bewerben? Weil nicht ohne Grund steht bei Produkten im Supermarkt Serviervorschlag. Das Produkt sah gar nicht so aus. Das war da gar nicht in der Packung drin. Da stand aber nicht Serviervorschlag. Aber im Grunde kann man damit, kommt man damit durch. Apropos durchkommen. Ich glaube, wir kommen der Sache schon ein wenig näher. Hätte ich nun noch eine passende Mega-Entwicklung aktivieren können. Aber. Ja. 100er Rokara. Hoffe ich. Das sind die WP. Welche Farbe? Ich glaube, blau passt gut, oder? Blau finde ich irgendwie cool. Nehmen wir einen Superball dafür. Abfahrt. 100er Rokara hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ich habe schon gut gequestet dafür. Es war schon irgendwie mein Wunsch, dass ich dieses 100er erhalte. Nun müssen wir auch noch schauen, ob es stimmt. Ja, schön. So schön. Genau das. Oh, nein. Ah, okay, schade. Ich dachte, Punkt genau irgendwie. Aber egal. Sauber. Freut mich sehr. 100er Rokara. Kann man nicht entwickeln, so falls man das glaubt. Das kann man zu Dianzi entwickeln oder so. Nein. Aber sehr, sehr fein. Nur die Avatare sind nicht so fein. Das wollte ich loswerden. Kleines Video. Ach genau, und die Entwicklungen. Macht die Entwicklungen. Wenn ihr irgendeinen Starter habt, ich schaue mal bei mir nach. Habe ich einen 100er Starter, den ich noch entwickeln würde? Für die Community Day Attacke. Bisasam, Glumanda, Shiggy und 4 Sterne. Nein. Boah, echt viele Glurak. Aber einige Glurak sind aus der Freundesbelohnung. Die 100er. Hier bestimmt. So, ja, 100er muss ich nicht bewerten. Empfehlungsmeilenstein. Empfehlungsmeilenstein. Dieses bestimmt auch noch. Also genau, macht die Entwicklungen für die Mega-Entwicklung. Die sind schon wichtig. Und ich wünsche ein schönes Wochenende.